Jojojo, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei Jengis 44 TV. Meine Freunde, entschuldigt die Videoqualität, entschuldigt das Licht, ja. Aber ich sitze gerade im Auto und wir müssen über was Wichtiges und Dramatisches reden, ja. Und vor allen Dingen müsst ihr mir sagen, ob das bei euch genauso der Fall ist. Okay. Ja, wie ihr an der Überschrift erkennen könnt oder am Titel des Videos erkennen könnt, es geht um das Thema Sucuk, meine Freunde. Sucuk. Jetzt ist es so, ich werde vielleicht den ein oder anderen deutschen Zuschauer von mir schockieren, aber es ist Tatsache, dass Sucuk nicht gleich Sucuk ist. Ja? Das ist ein Fakt. Fragt eure, wenn ihr es selber noch nicht gemerkt habt, fragt bitte eure ausländischen, türkischstämmigen Freunde. Sucuk ist in der Tat leider nicht gleich Sucuk. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, Alter, ja, ist ja gut, Sucuk ist nicht gleich Sucuk, und was ist jetzt dein Problem? Das Problem ist, ich kaufe hier ganz gerne im Kaufland ein, ja. Kaufland ist bei mir um die Ecke, nicht weit weg. Und Kaufland hat einfach die Marke Egetürk komplett aus dem Sortiment rausgeschmissen. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich spaziere also letztens da am Kaufland entlang, kommen an die Wurst-Sachen da dran, ja. Und dann gucke ich so, kein Egetürk da. Sucuk ist da, ja, aber von Yayla. So, und ich möchte hier keine Marken schlecht reden oder sonst wie was, sonst kriege ich wahrscheinlich irgendwie Ärger. Aber jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Sucuk, weiß, gelbe Packung von Egetürk, einfach beste. 12er Packung Parmak Sucuk, beste. So. Und ich, voll schockiert, ich guck so, kein Sucuk, Alter. Was ist denn jetzt los? Ich habe mir doch davor extra irgendwie so eine Packung Toastbrot gekauft und jetzt habe ich hier kein Sucuk. Also, was mache ich? Ich schnapp mir einen der Verkäufer oder der Angestellten dort. Der war auch Türke. Ich sag ihm so, ey, Ratash, was los? Was mit hier Egetürk verlangt? Er sagt, ja, Abi, so und so, Egetürk, die haben Dings gemacht. Ich weiß nicht genau, sagt er, aber hier gab es mal schon mal einen Fall mit einer anderen Marke. Da gab es irgendwie Streitereien, da ist das komplett rausgeflogen. Was ich jetzt gerne wissen würde ist, meine Freunde, habt ihr auch kein Egetürk mehr bei euch im Kaufland? Oder ist nur mein Kaufland so, dass die hier das Egetürk rausgeschmissen haben? Ja, das ist Nummer 1, was ich gerne wissen würde. Nummer 2 ist, warum, also die haben nicht nur das Sucuk rausgeschmissen, die haben auch einfach Salam und so rausgeschmissen. Hier, Biberle Salam und so, ja. Auch, das war das Beste, Alter, dass ich nicht in meinen türkischen Laden musste, sondern einfach, und die haben wirklich alles von Egetürk raus einfach. Naja, egal. Das zweite oder das dritte, wie auch immer, welche Sucuk-Marke esst ihr? Esst ihr auch Egetürk, blaue, gelbe Packung? Oder was esst ihr? Und was haltet ihr von Yayla? Also der Verkäufer und ich waren uns einer Meinung, dass das echt Schmutz ist, dass man Egetürk rausgeschmissen hat. Falls das hier irgendjemand von Kaufland sieht, Alter, Feedback, gibt uns unser Egetürk zurück. Gibt uns unser Egetürk zurück. Und ich hoffe für euch, ihr werdet das hinterher merken, dass Yayla nicht so gekauft wird wie Egetürk. Ja, dass das ein Notfallprodukt ist. Das Problem ist, ich kann auch nur meinen deutschen Mitbürgern und Zuschauern wirklich mal empfehlen, testet mal wirklich Sucuk-Sorten. Ja? Nimmt mal so eine Packung Yayla, nimmt mal so eine Packung Egetürk und dann guckt mal, was euch besser schmeckt. Oder egal, vergleicht die mal mit den verschiedenen Sorten. Da sind wirklich teilweise Welten zwischen, echt Welten zwischen. Das ist nicht, weißt du, vielleicht denkt sich der ein oder andere, ja, da ist doch hier diese türkische Knoblauchwurst, ne, dieses Sucuk da, ne, türkische Knoblauchwurst. Ja, das ist aber nicht türkische Knoblauchwurst, das ist nicht gleich türkische Knoblauchwurst, ne. Und ich kann euch zum Beispiel versichern, vielen Leuten, vielen Türken, die hier in
in Deutschland ihr Sucuk essen regelmäßig, sowas wie Egetürk und so, dem wird der Standard Sucuk aus der Türkei auch nicht schmecken, ne, wenn du das dort irgendwo kaufst. Die haben da auch, ja, nee, es schmeckt echt einfach anders. Das muss man sagen. Und dann ist es auch wichtig, grillt ihr eure Sucuk oder esst ihr die roh? Je nachdem, ob ihr die grillt oder roh esst oder vorher anbrät oder so, schmeckt es halt wiederum auch nochmal anders, ja. Ja, das wollte ich einfach mit euch teilen, ne? Es ist so der Sucuk-Skandal. Da kann man sich jetzt auch wieder herzhaft drüber lustig machen. Aber ich dachte, ich teile das mal mit euch. Wie seht ihr das, Alter? Ist bei euch auch das Egetürk weg im Kaufland? Kauft ihr überhaupt im Kaufland? Und tut mir mal den Gefallen, checkt das mal aus. Ist euch das auch aufgefallen oder ist es nur bei mir so? Würde mich mal interessieren, ja. Schreibt mal in die Kommentare. Und wie gesagt, schreibt auch noch mal in die Kommentare, welche Sucuk-Marke eure Lieblingsmarke ist. Ich muss jetzt ab jetzt immer zum türkischen Laden dann für mein Egetürk. Bisschen uncool, aber naja, was willst du machen? Vielleicht kriegen wir ja so viel Druck erzeugt bei Kaufland, dass wir denen irgendwie sagen können, ey, gibt uns unser Egetürk wieder. Ey, yo, das wäre doch mal was, Alter. Das wäre doch mal was. Da können wir doch mal als Community jetzt mal zeigen, was da so abgeht. Einfach, Kaufland hat bestimmt so einen Twitter- oder Instagram-Account, ne? Lasst uns da mal voll spammen, Alter. Wir wollen unser Egetürk zurück. Warum ist Egetürk nicht mehr im Sortiment? Kann man mal machen, oder? Ich werde nach dem Video mal schauen, wer von euch das gemacht hat. Komm, wir machen das bei Instagram. Wir gucken, ob die das haben. Ansonsten, keine Ahnung. Boykottieren wir den Sucuk-Kauf bei Kaufland oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwas müssen wir an dieser Stelle da machen. Übrigens, mein Reaction-Video kommt jetzt auch noch demnächst. Wird jetzt hochgeladen. Ich habe schon gesehen, da war der ein oder andere Kollege schneller. Mein Video ist aber wieder gelb, es musste überprüft werden. Ihr kennt den ganzen Theater, Meata-Fellern, dies, das. Ach so, und ach Scheiße, ich wollte auch noch ein Video aufnehmen. Ja, mein Gott, ich habe es einfach, ja, ich habe es ein bisschen verduselt. Auf jeden Fall heute diese spontane Aufnahme aus dem Auto heraus. Beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder, ich sag mal, eine anständige Aufnahme. In diesem Sinne, meine Freunde, Hände über die Bettdecke, ne? Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, einen schönen Abend noch. Passt vor Zeynep auf, ja, nicht, dass euch irgendein Ast vom Kopf fliegt. Und ich bin raus. Ciao, ciao, peace.